relax. Standing, relax, standing. The actress now on my life. One this and one this. Sogar meine Position. Boom! Hi und herzlich willkommen heute wieder bei Tama Music, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr pünktlich schon dabei seid. Heute dachte ich mir, es ist ja schon gar nicht mehr zu umgehen, was drumherum hier auf der ganzen Welt, auch hier in Europa, auch hier in Deutschland, auch hier in Köln passiert. Daher dachte ich mir, kommen wir auch mal doch ein bisschen mit dem ernsten Thema ein bisschen nahe. Dazu hat sich jetzt mein kleiner Team ein paar Fragen aufgestellt. Ich habe sie vorher nicht gelesen, ich habe sie vorher nicht gehört. Und ja, wir dachten einfach mal, wir quatschen ein bisschen über das Thema, was uns so beschäftigt, warum es momentan so schwierig ist, gerade in Kunst und Kultur. Und dazu sind wir hier, in einer schönen Location, wie ihr seht. Diese Location, muss ich noch dazu sagen, wäre normalerweise ganz, ganz voll, wäre normalerweise ganz, ganz viel Action. Aber aufgrund der aktuellen Situation ist es halt eben sehr schwierig. Leider noch nicht möglich. Ich hoffe, das wird sich bald ändern. Und dazu würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit unseren Fragen. Und ich wünsche euch viel Spaß. So, this is the question. This is the random. This is the random question from the people. Most of the people ask you. So now I want to ask a few questions. Are you ready? Of course. You are a singer, right? So what do you do now with this situation? Das ist eine sehr schöne Frage natürlich. Ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich bereite mich quasi immer noch vor auf meine nächste Single. Verbrannt habe ich jetzt auf den Markt quasi gebracht und habe das quasi mit meinen Followern und mit meinen Fans zu eins gemacht. Aber es muss theoretisch, egal wie schwer es diese Situation jetzt gerade ist, aber es muss irgendwie natürlich noch weitergehen. Und deswegen würde ich sagen, ich bereite mich vor. Ich schreibe oder ich versuche möglichst wieder Text zu schreiben. Ich versuche nachzudenken, was ich als nächstes Schritt machen könnte, wie ich den nächsten Schritt machen könnte, mit wem ich arbeiten möchte. Und all diese Vorbereitungen, die nehmen sowieso sehr viel Anlauf. Und dafür habe ich jetzt im Moment eigentlich eher Zeit und versuche quasi mich positiv und mental so wie auch gesund zu halten möglichst. The next question is, are you afraid if your career will stop due to this pandemic? Das ist eine sehr ernste Frage tatsächlich. Sagen wir es mal so, ich finde, dass die Musik sich sehr, sehr krass verändert hat. Also wenn ich überlege, ihr könnt das ja auch bestimmt nachvollziehen, wie war das noch, sag mal 2000, das Jahr 2000, 2001? Ich persönlich habe dann noch, bin ins Saturn oder Mediamarkt gegangen und habe CDs noch gekauft, ja. Und das sowas gibt es eigentlich ja gar nicht mehr. Mal heute ist es wirklich nur noch so über Online, über Downloads oder halt Streams. Und gleichzeitig YouTube ist ja auch ein sehr, sehr großes, auch eine sehr große Plattform natürlich. Und ich denke, es ist sowieso schon sehr schwierig, wirklich davon zu leben, wirklich das als Lebensziel oder Haupteinkommen zu machen. Es ist wirklich mega schwierig. Aber ich denke, es gibt sehr, sehr positive Künstler oder trotzdem positive Beispiele. Und daran muss man sich einfach halten, dass man nie aufgeben darf. Also trotzdem gibt es immer irgendwie einen Hörer, also einen Zuhörer oder eine Zielgruppe, die man erreichen kann und die einen doch wieder supporten. Das habe ich halt auch bei Verbrannt gesehen. Ich hatte ja eine Pause, künstlerische Pause für mich genommen. Ich brauchte einfach die Zeit. Und als ich wieder auf den Markt kam jetzt, seit dem 2.10.2020, es ist wunderschön, dass die Menschen, die mich damals supportet haben, noch heute wieder genauso wieder supportet haben und dass neue Leute dazugekommen sind. Ja, dieses Mal anders, nicht über physische CDs, aber dieses Mal über das Social Media. Ich wurde geteilt, ich wurde erzählt, über mich wurde halt erzählt und gleichzeitig wird meine Musik gestreamt und das ist halt sehr, sehr wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Whether you will release the new song this year or next year? Eine sehr gute Frage. Ich arbeite darauf hin, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall nichts mehr veröffentlichen kann.
aber ich möchte es nächstes Jahr unbedingt, egal wie, koste es, was es wolle, aber hoffentlich nächstes Jahr wieder veröffentlichen, einen neuen Song. Oh, die nächste. Denkst du, dass das Image in einer Sängers wichtig ist oder nicht? Eine sehr gute Frage. Wow. Jeder Sänger muss meiner Meinung nach wissen, was für eine Verantwortung dieser trägt. Egal, ob ich männlich bin, egal, ob ich weiblich bin, egal, ob ich diverse bin, es muss eine Message haben, ja? Und genauso auch natürlich ein Image. Ich finde auch, man muss seinem Image so ein bisschen treu bleiben. Man kann natürlich variieren, man muss sich weiterentwickeln, man muss sich entfalten, aber ich persönlich denke einfach schon, dass ein Image schon eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und sich damit, ein Künstler kann sich damit wirklich sehr, sehr viel erschaffen, aber auch sehr, sehr viel kaputt machen. Und da muss man sich wirklich sehr, sehr viel Gedanken machen, wie man rüberkommen möchte, was man damit erreichen möchte und ob man sich in dem Image, was man zu sich genommen hat oder sich verkörpert hat, sich wohlfühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist meine Frage, nicht von die Leute, aber das ist meine Frage. Hast du andere Hobbys als Sänger zu sein? Also, machst du etwas anderes aus dem Singen? Ich meine ganz, ganz viel sogar. Was denn? Also, nee, ja. Oh mein Gott. Ich meine, ich liebe es zu essen, aber wobei doch, das kann man sagen. Ich meine, gut, nee. Ich liebe es zu essen. Ich liebe es, neue Sachen zu probieren. Ich liebe es wirklich zu essen. Außerdem singen, würde ich sagen, halt natürlich tanzen. Das steht bei mir ganz, ganz weit oben. Quality Time ist für mich, mit Familie und Freunden was zu unternehmen. Ja, ich liebe es, Filme zu gucken. Ich liebe es, ins Kino zu gehen, was ja auch ganz schwierig ist. Oder eigentlich nicht möglich. Aber ich hoffe, das ändert sich bald. Und ja, was haben wir jetzt? Also tatsächlich Kino gehen, was essen. Reisen. Was, Reisen auch, ja, definitiv. Habe ich jetzt. Oh mein Gott, wie traurig. So lange? Das ist so traurig, natürlich. Wer will nicht reisen, Leute? Ich will reisen, ich will wieder reisen können. Absolut, ja, das steht auch ganz weit oben. So, wenn du kein berühmter Sänger wirst, was wirst du in Zukunft tun? Eine sehr gute Frage, diese Frage möchte ich gar nicht beantworten, denn ich möchte als Sänger bleiben. Nein, Quatsch. Natürlich, was würde ich machen? Ich wollte, also ich könnte mir vorstellen, als Astronaut. Anders? Wenn ich zu spät bin, Leute, also falls die NASA mich gerade hört, falls ihr mir zuschaut, hiermit möchte ich meine Bewerbung videomäßig schon abschicken. Falls es nicht mit der Musik klappt, möchte ich Astronaut werden. Tatsächlich, mich interessiert das wirklich. Aber ist es nicht so spät? Mit deinem Arm? Was ist deine Message für Neukommersänger? Das ist das, was ich auch den anderen Menschen generell auch mitteilen möchte, immer auch über meinen Kanal quasi. Niemals aufgeben. Bitch, never give up. Wenn ich hier heute stehe, wenn ich das erreicht habe, was ich erreicht habe, ist das schon was. Irgendwo muss man anfangen. Du kannst nicht direkt von jetzt auf gleich irgendwo sein, wo du vielleicht dir träumst oder so. Ich war auch nicht, ich habe auch erstmal, da war ich, wie alt war ich da? 11? 10? Mit den No Angels. Da wollte ich auch auf die Bühne kommen. Aber das erste Mal Geld verdient oder richtige Bühne habe ich erst mit 15 gesehen. Und mit 17 habe ich Geld verdient. Und ihr müsst einfach nur Geduld mitbringen. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Stärke. Ich kann mich da ein bisschen glücklich schätzen, dass ich wirklich ein sehr geduldiger Mensch bin. Aber das ist die Message an euch. Gebt niemals auf. Fangt irgendwann an. Spätestens dann, wenn ihr dieses Video seht, fangt an. Fang an, weiß ich nicht, schreib deine Texte, kontaktier mich oder kontaktier andere Künstler, andere Produzenten, vielleicht irgendwie, mach dir einen Weg, mach dir einen Plan, wohin möchtest du und wie möchtest du und denk über dein Image nach. Das ist so meine Message, was ich geben kann. Never give up, it's such a wonderful life. Bist du eigentlich traurig? Ich hab das deine Augen etwas gesehen. Ich bin nicht, ja, also jein. Ich bin auch etwas traurig, weil ja, die Situation, in der wir nun mal drinstecken, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kunst und Kultur einfach vernachlässigt wurde und auch vernachlässigt wird immer noch. Wenn man bedenkt, aufgrund der Pandemie wurde sehr viel zugemacht, dann wieder aufgemacht, obwohl man sich auch an gewisse diverse
Regeln gehalten hat, jetzt sind sie doch wieder zu. Das ist auch mega anstrengend natürlich für die Leute. Aber was ist mit der Musik? Ich konnte nach Verbrannt leider zum Beispiel nicht auftreten. Das ist natürlich mega schade, weil ich wollte auch mit meinen Leuten, die auf der Release-Party waren, und noch viel mehr Leute, die halt von irgendwo auch in Deutschland gerne zu einem kleinen Konzert gekommen wären, ein kleines Konzert starten, aber konnte ich nicht machen. Das ist natürlich irgendwo traurig. Ja. Aber hier möchte ich auch diese Message vielleicht rauslassen, wenn ich schon die Gelegenheit dazu habe. Einige Leute müssen wirklich verstehen, dass Kunst und Kultur kein Freizeitvergnügen ist. Also es ist schon wichtig. Es ist ein sehr großer Weg sogar zur Zivilisation, möchte ich sagen. Ja? Es ist, ohne Kunst und Kultur wären wir gar nicht hier. Es ist so wichtig, es ist allein schon Futter für unsere Seele, meiner Meinung nach, ja, dass die Leute wirklich Musik machen können und auch Musik verteilen können und auch du als Zuhörer quasi auch Musik nehmen kannst, also Empfänger auch bist. Und wenn man quasi gerade jetzt in der Winterzeit, ja, wo es sowieso dramatisch ist, ein bisschen düster ist, kalt ist, unangenehm ist, da verfällt man ja sowieso nochmal in eine andere düstere Psychologie, sage ich mal. Und wenn du dann noch nicht einmal so wirklich die Möglichkeit hast, die Freiheit hast, einen Ausgleich hast, was machst du, wenn du traurig bist? Vielleicht willst du mit deinem Freund oder Freundin reden, ja, aber vielleicht willst du einfach noch Sport machen. Oder du willst einfach ganz laut singen. Du willst vielleicht mal wieder unter Freunden singen oder weiß ich nicht. Ne? Du willst einfach ein bisschen was machen, du willst was unternehmen, aber das kannst du nicht. Und das ist halt, dürfen wir nicht vergessen, das ist sehr, sehr schwierig und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar in der kalten Zeit, der Jahreszeit, sogar noch mehr zu dramatischen Folgen bei anderen labilen Menschen auch erst recht führen könnte. Da möchte ich auch sagen, dass es auch sehr wichtig ist und dass man das nicht vergessen sollte, dass die Menschen doch wieder ein bisschen mehr Wert und ein bisschen mehr Wertschätzung auch der Musik und der Kultur schenken sollten. Du hast wirklich sehr gut geantwortet. Ich finde, dass du ein richtiger Künstler bist. Also ich hoffe, dass euch dieses Video auch gefallen hat, dass ein paar Fragen auch beantwortet wurden von meinem kleinen Team hier und aber auch einige Fragen von euch. Nehmt diese Message bitte auf, vergisst Kunst und Kultur nicht, denn wir sind auch Menschen und wir haben genauso Gefühle und Rechte und hoffentlich wird all das natürlich bald vorbei sein und in dieser Zeit bleibt positiv und irgendwie stark, glaubt an euch, zieht euch Lieder rein, die euch motivieren, tanzt zu Hause, solange es geht. Irgendwann werden wir hoffentlich die Möglichkeit finden, eine richtig fette Bühne, wie hier zum Beispiel demnächst, zusammen zu rocken. In diesem Fall, bleibt gesund, bleibt mit ganz viel Liebe und bis nächste Woche Samstag. Ich liebe euch. Bye, bye.